Auf 700 Quadratmetern finden Sie alles, auch für Ihren Sport. Eingehende Beratung durch Erfahrung und Kompetenz. Sportgeräte von namhaften Herstellern, Textildruck sowie Sport- und Fanbekleidung finden Sie bei uns zu fairen Preisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. TTS, das größte Sporthaus in Trier und Umgebung. Testspielsieg für Eintracht Trier. Im Testspiel gegen den Oberligisten SVN Zweibrücken musste Eintracht-Trainer Roland Seitz auf einige seiner Spieler verzichten. In der chancenarmen Partie konnte der Oberligist erste Akzente setzen. In der 40. Minute scheiterte der Spieler mit der Nummer 10 Lars Reinheimer an der Latte der Trierer Eintracht. Kurz darauf traf Nico Paczynski auf dem Spesbacher Sportplatz zur 1:0-Führung für die Eintracht. Es dauerte eine knappe halbe Stunde, bis Lukas Mösner auf 2:0 erhöhen konnte. Doch die kämpferischen Pfälzer steckten nicht auf und erzielten durch den starken Reinheimer den Anschlusstreffer. Danach passierte nicht mehr viel. Die Eintracht gewinnt in einer schwachen Partie mit 2:1. Roland Seitz hier in Spessbach, 2:1 gegen die Zweibrücker. Testspiel, auch wirklich Testspielcharakter, das Spiel hier, aber leider nicht mit den Optionen, die man sehen konnte, da viele Leute gefehlt haben. Ja, leider. Ne? Das wussten wir ja nicht vor Wochen, als wir dieses Spiel hier vereinbart haben, dass wir die Spieler, die wir hier testen wollten, dann fast serienmäßig ausfallen. War sehr, sehr schade. Dadurch konnten zwar einige U23-Spieler mal hier sich zeigen und auch mitspielen, was auch sehr, sehr gut war. Die haben ihren Job sehr gut gemacht, aber letztendlich ist es nicht der Sinn gewesen, den wir uns erhofft haben. Lukas Mösner, 90 Minuten durchgespielt, ein Tor gemacht und auch sonst viel gearbeitet. Eine Empfehlung für die Startelf? Ja, man sieht, er will, ja, mit aller Macht will in die Startelf. Das ist auch schön so. Er war heute wieder sehr gut, war auch heute wieder torgefährlich und sein Tor gemacht. Das ist richtig. Ja, er muss einfach so weitermachen und irgendwann wird auch der Tag kommen, wo er in der Startelf steht. Und dann hoffen wir, dass man da auch genauso trifft wie jetzt in dem Testspiel. Danke und viel Glück. Peter Rubeck hier in Spessbach. 2:1 gegen die Eintracht aus Trier verloren, gegen den alten Verein. Eigentlich ein gutes Spiel geliefert, Ihre Mannschaft. Gut, manchmal hätte ich mir gewünscht, dass wir uns noch ein bisschen mehr zutrauen in der Vorwärtsbewegung. Aber man hat natürlich gesehen, dass wir uns gerade in der ersten Halbzeit, wo die Trierer doch noch relativ komplett gespielt haben, gerade in der Abwehr mit Zinner und so weiter, konnten wir uns relativ wenig durchsetzen. Läuferisch war ich zufrieden. Ich hätte mir manchmal halt einfach gewünscht, dass die Jungs sich noch mehr zutrauen. In der Liga geht es weiter. Geht es nach oben? Sie sind jetzt Fünfter. Die Optionen sind all da? Ja gut, da müssen wir noch einiges verbessern. Ich bin mit einigen Dingen überhaupt noch nicht zufrieden. Ja, aber insgesamt glaube ich, dass man halt noch einiges lernen müsse. Und die Mannschaft ist auch lernwillig, muss ich klar sagen. Wir sind halt noch relativ jung. Unser Ziel ist auf jeden Fall vorne mitzuspielen. Aber ob es reicht für nach oben, das glaube ich nicht. Na klar, viel Glück in der Saison. Ja.